Ja, zweiter Teil, Casa Saturninita. Saturninita ist das Haus hier und zwar eines der ältesten Gebäude hier in San Fernando, wurde wieder restauriert und da ist Platz für Ausstellungen. Wo wir hier sind, zeige ich euch gleich und zwar eine Exposition de Fotografia de Rainer Vogels. Den haben wir ja vor ein paar Tagen am Faro gesehen und hier ist die Ausstellung angekündigt und ich werde eventuell dann morgen mit ihm noch mal hier ein Gespräch haben, das müssen wir noch ausmachen. Wir haben uns am letzten Freitag am Faro getroffen, haben uns kennengelernt, persönlich kennengelernt und jetzt zeige ich euch erstmal, wo wir hier sind. So, wenn jemand hierher kommen möchte, Parkmöglichkeiten gibt es. Da ist die Richtung San Agustin jetzt hier, ich zeige es euch. So, ganz einfach zu finden. Hier ist die Straße, die nach San Fernando führt, beziehungsweise Playa de Inglés. Das ist die Avenida da vorne Tirajana. Und das ist die Straße jetzt hier, die Richtung Fataga führt. Hier ist der große Kreisel. Da vorne geht es rechts auf die Autobahn. Bevor ihr zu diesem Kreisel kommt, ist hier die Einfahrt, genau wo ich jetzt stehe. Also vor dem großen Kreisel, geradeaus geht es nach Fataga, links geht es nach San Fernando, müsst ihr hier rein. Und zwar ist das der Parkplatz und hier ist das Haus, das besagte Haus, um das es geht. Also einfach zu finden, wenn man weiß, wo man lang muss. So, und das ist das besagte Haus und es wurde renoviert, ist eine der ältesten Gebäude hier in San Fernando und ist als, ja, ich sag mal, als Ausstellungshaus sozusagen genutzt. Und jetzt haben wir die Ausstellung vom Rainer. Wir gehen da mal rein. Er hat gesagt, ich kann das. Schauen wir uns mal das so ein bisschen an. Hola. So, ich bin ja unangemeldet hier, habe mich gerade eben vorgestellt und die nette Dame hat gesagt, ich könnte einen Moment warten und dann würde sie mir was zeigen. Ja, und ich habe großes Glück, denn ich darf hier mich ein bisschen umsehen und kann für euch diese schönen Sachen jetzt schon mal vorab zeigen. Ja, wir haben uns ja unterhalten am Freitag und diese Bilder haben eine besondere Art und Weise der Herstellung, der Belichtung. Und ich zeige es euch jetzt mal hier. Nummer 9 Las Palmas, Nummer 10 Hotel Faro. Nummer 13, Puerto de Mogán. Ich mache das so im Schnelldurchgang. Ihr sollt ja alle vorbeikommen, euch das ansehen. Hier, Villa del Conde. Anfi del Mar in Batalavaca. Hotel Faro mit dem Faro. Das ist ja besonders schön mit dem Wasser. Tja, da muss ich noch mich ganz schön anstrengen. Puerto de Mogán. Faro de Maspalomas. Playa de Amadores, wunderschön Meloneras. Also von diesen Seiten habe ich das noch gar nicht gesehen. Wunderschön Villa del Conde, Costa Meloneras, Puerto Rico, Faro mit Promenade und hier Anfi del Mar. Also wunderschön, auch das Gebäude hier sehr, sehr schön. Also ich weiß, dass am Donnerstagmorgen um 19 Uhr hier sehr viel los sein wird. Jetzt versuche ich mich noch mal vorher mit dem Rainer zu treffen. Er hat ja viel zu tun, viel vorzubereiten. Auf jeden Fall sage ich jetzt schon mal schönen Dank, dass ich hier rein durfte und so höflich aufgenommen wurde. Hier sind die Toiletten. So, und hier ist die Straße, die nach Fataga geht und rechts geht es zur Autobahn. So, dann wünsche ich, dass viele Menschen hierher kommen und sich diese schönen Bilder ansehen. Und ich gehe jetzt wieder zurück. Ja, und sage ganz einfach, ich verabschiede mich noch da vorne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und es ist allemal auch ein Ort hier schön ruhig mitten im Zentrum.
ja, schöne Sachen hier. So, und hier könnt ihr auch Malkurse belegen im Casa del Cultura. Einfach nachfragen über das Programm, über die Aktivitäten. Gerade auch interessant, wenn man hier eben länger ist, wenn man Langzeiturlaub macht, wenn man überwintert. Einfach mal fragen im Casa del Cultura und dann Informationen. Auf jeden Fall ist da hinten gerade ein Malkurs und da wollte ich nicht stören und habe ganz einfach nur gefragt, wie man da rankommt. So, vielen Dank, sage ich nochmal und ja, ich hoffe, dass ihr hier den Weg herfindet und mal vorbeikommt zum Rainer.